Was geht? Willkommen zu einem weiteren Video. Luis, schreibt in die Kommentare. Lübix, ich habe eine Frage. Ja, dann stell die Frage. Warum schreibst du rein, ich habe eine Frage? Stell doch einfach die Frage. Jetzt mal Spaß beiseite. Stell ruhig deine Frage hier unter diesem Video. Ich beantworte sie dir. Wer kennt es nicht? Es ist Wochenende und man möchte auf einen Berg gehen. Und dann sieht man so ein blödsinniges Video auf der For You-Page. Wochenende und geiles Wetter. Also, ab in die Berge. Stopp. Warum denn stopp? Ich will doch in die Berge gehen. Was hast du dagegen? Auch wenn es so scheint, nicht jeder hat so leicht Zugang zum Outdoor-Sport. Immer wenn ich zum Beispiel wandern gehe, bin ich eigentlich die einzige schwarze Person auf dem Weg. Jetzt mal ganz ehrlich, was ist daran das Problem? Ich verstehe das Problem nicht. Willst du jetzt Probleme erfinden? Für was erfindest du jetzt dieses Problem? Okay, gut, du bist vielleicht die einzige schwarze Person auf einem Wanderweg. Was kann ich jetzt dafür? Und du kannst trotzdem wandern gehen. Ich habe nichts gegen dich. Der Outdoor-Sport ist dominiert von weißen Menschen und nicht jeder fühlt sich dort wohl. Dieses Phänomen nennt man übrigens Adventure Gap. Stimmt, das ist richtig schlimm. Ich arbeite auch bei einem Unternehmen, wo nur Frauen arbeiten. Dort bin ich der einzige Mann. Jetzt habe ich keinen Bock mehr zu arbeiten. Das nennt sich auch Arbeitsgap. Ich möchte aber trotzdem bezahlt werden, weil das ist unfair. Jetzt mal ganz ehrlich, da werden wieder Probleme gemacht, wo keine sind. Also ich hätte gar nichts dagegen, wenn ich mit einer Gruppe Afrikaner chillen würde. Und dann redet ihr so, nicht jeder hat einen einfachen Zugang zum Wandersport. Also erstens, wenn du den Berg rauf gehst, du siehst vielleicht drei Personen, die was dir entgegenlaufen, weil relativ wenige Leute wandern gehen. Und zweitens, keinen interessiert es, welche Hautfarbe du hast. Jeder Mensch wird gleich behandelt. Ich bin endgültig an meinem Tiefpunkt angekommen. Ich schlaf seit Tagen in dieser Laube. Also, dass du seit Tagen hier in diesem Garten schlafst, siehst du noch ziemlich gut aus, muss ich sagen. Mein Management hat mich gekündigt, ich habe keine Jobs mehr und alles nur wegen diesem scheiß Shitstorm. Ja, genau, das glaube ich dir auch gern. Nein, Spaß. Ah, okay, war nur ein Witz, hätte ich gar nicht erwartet. Und ich wohne auch nicht in dieser Laube, ich drehe in einer Serie, in der Hauptrolle. Eins weiß ich, diese Serie muss ich unbedingt verpassen, so eine blödsinnige Aktion, mit sowas macht man keinen Spaß. Mein Leben ist perfekt. Oh, du bist hingefallen, ich habe richtig Mitleid mit dir, nicht? Lieber Herr oder liebe Dame, keine Ahnung, was dein Geschlecht ist, interessiert mich auch eigentlich nicht, aber stell dir mal vor, da sieht eine Person, die was wirklich am Existenzminimum lebt, beziehungsweise eine Person, deren Existenz bedroht ist, sieht so ein Video auf der Plattform, der wird sich sicher nicht totlachen, so wie du. Und dieses komische Stimmenverstell, ich rede in einer Hauptserie, ja, das ist einfach unnötig. Wie zum verdammten Geier hat diese Person 1,2 Millionen Follower? Ich glaube, ich kündige YouTube, tschüss, ich gehe wieder. Was soll denn das überhaupt? Promo hin oder her, das Influencer machen alles für Geld. Egal, mache ich auch. Aber so ein Video würde ich mich doch gar nicht getrauen zu posten. Hi, mein Name ist Selina, ich bin 24 und betreibe mein eigenes Nagelstudio. Gut, das war's. Weitere Videos schaue ich mir von dieser Person nicht an. So, und blockiert, das war's. Die mit ihren Tiefpunkt. 1,2 Millionen Follower und dann reichlich viel Reichweite. Tiefpunkt. Haha, genau. Fremdgehen oder nicht? Du bist im Club, siehst in der Ferne ein Mädchen. Vor 6-7 Jahren hattest du mal was mit der. Du gehst dahin, umarmst sie, aber so 4-5 Sekunden. Ich würde nicht sagen, dass es Fremdgehen ist, aber wie das die Neuzeitgeneration sagt, das ist eine Red Flag und da würde ich sofort beenden. Und ich meine, was denkt man sich? Stellt euch vor, ihr habt eine Freundin, die geht dann hier zu ihren Ex, mit dem sie vor 5 Jahren was gehabt hat, umarmt den wirklich eine längere Zeit. Also, nee, das ist sofort eine Red Flag. Natürlich geht man nicht zusammen mit so einer Person. Stimmt, man hat dann schon einen Fehler gemacht, mit der zusammenzusteigen, aber dann sofort beenden, das ist eine Frechheit. Voila, oder wie diese Kebab-Leute das sagen. Du bekommst einen Brief von meinem Anwalt. Du kommst ins Gefängnis. Okay, ich nenne dich auch Butterfinger. Hahaha, was machst du jetzt? Nimm dieses Profilbild raus. Jeder, der sich traut, mich Butterfinger zu nennen oder dieses Profilbild hat, kommt ins Gefängnis. Lieber Prinz Robert, du bist auch wirklich ein Butterfinger. Butterfinger, ach ja, ich wollte es nochmal sagen. Butterfinger, was passiert hier? Ich freue mich schon auf das goldene Gefängnis. Bro, if you ever meet a girl, and she does this. Run, run, block her. Gut, ich habe diese Person schon längst geblockt. War auf jeden Fall ein Reinfall. Aber ich check auch nicht, warum machen Mädchen so eine komischen Snap so? Was bringt sich das? Ich meine, willst du zeigen, dass du irgendwie, keine Ahnung, Bock hast, irgendwas zu lecken? Also zum Beispiel ein Eis oder so. Also, keine Ahnung, ich kann mir das nicht erklären. Aber erklärt mir mal das, liebe Mädchen. Ich werde ihn jetzt den ganzen Tag ignorieren, damit er weiß, dass ich richtig sauer auf ihn bin. Was ein ruhiger, sonniger Tag. Diese ruhigen, sonnigen Tage sind natürlich immer die besten. Meine lieben Damen und Herren, das war's gewesen von diesem Video. Hier sind noch Leute, die eingeblendet werden wollen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.